Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Dieses ist ein Tutorial zu How to GIMP 2 downloaden. Ja, also ihr downloadet euch diesen Setup. Den bekommt ihr in der Videobeschreibung. Also ich habe den Download-Link in die Beschreibung gepackt. Ihr downloadet euch, startet diesen Setup. Und dann dann startet ihr ein Setup. Ich glaube, ich nehme stark an, jeder normale Mensch weiß, wie man Dateien installiert halt. Da ist einfach draufgehen, Sprache auswählen und dann installieren. Gut, danach, wenn ihr es fertig habt, wird im Startmenü hier GIMP 2 kommen. Auf jeden Fall, das wird nicht auf dem Desktop, keine Desktop-Verknüpfung kommen, wir müssen ja selber machen. So, wenn ihr das dann gehabt, dann könnt ihr GIMP starten und benutzen. Ein Tutorial über GIMP, wie man das verwendet, werde ich demnächst noch machen. Ja, was kann man noch sagen? So, jetzt noch allgemeine Kanalinformationen. Ich werde auf jeden Fall noch Let's Plays machen, aber dies wird erst spät, also höchstens 2014 werde ich Let's Plays machen, da ich dann den neuen, also wenn ich dann mein iMac habe, also ja, auf jeden Fall, ich werde mir den iMac holen. Und dann, der wird wahrscheinlich besser sein als mein Laptop jetzt. Ja, halt das halt zu den Let's Plays. Und ich werde ein Tutorial noch über Fraps machen. Dann nehme ich auf, jedenfalls. Ich glaube, das macht jeder eigentlich. So, wie ihr das kostenlos bekommt. Das ist, also ich habe jetzt die Vollversion, das ist kostenlos, oder? Ja, was kann man noch sagen? So, ich werde auf jeden Fall, bis ich die Let's Plays mache, werde ich auf diesem Kanal nur, wirklich nur Tutorials hochladen. Oder auch zu Minecraft werde ich, halt zu Minecraft werde ich noch Mods, Reviews, ja, halt so, wie man Mods installiert so. Auf jeden Fall, bis dahin könnt ihr mir bitte Mod-Vorschläge in die Kommentare posten, welche Mods ich vorstellen sollte, weil bitte macht das, egal ob die schon tausendmal vorgestellt wurden, bitte sag mir, dass wenn ich das machen soll, weil es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Und ja, also das war es erstmal zu diesem Video und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und